Welcome back from radio station 540.521. It's Jill and Janik. Welcome to JJ Radio 1. Das wird voll gut passen, finde ich. Willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video, Friends. Musikvideo. Willkommen zurück zu einem neuen Musikvideo. Wir sind zurück bei meinen Eltern. That's the intro. That's it. Geht's einkaufen. Wir machen heute was Witziges. Was Leckeres, ehrlich gesagt. Nicht witzig. We're in the car. Wir fahren jetzt zum Rewe. Wir müssen nämlich noch die Sachen für das Video einkaufen. Ich bin nämlich gleich ja bei meinen Eltern und meine Eltern sind im Urlaub und es ist nichts da. Also ich muss einkaufen gehen. Gestern Abend, Leute, ich sag's euch, heute ist Montag, by the way. Gestern Abend war ich so im Bett und habe irgendwie so drüber nachgedacht, morgen stehst du positiv auf. Neue Woche, neuer Montag. Also es ist jede Woche ein neuer Montag, aber halt neuer Montag, also der nächste Montag, egal. Auf jeden Fall dachte ich mir so, du stehst positiv auf und denkst dir, diese Woche ist mit einem Lächeln verbunden. Ist sie auch, ich meine, ich lächle. Ich bin gut drauf. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, ich bin überpositiv diese Woche. Ich bin nicht überpositiv diese Woche. Ich bin aufgewacht und irgendwie war es so, ich meine, das Wetter ist scheiße. Wetterabhängiger Mensch, ihr wisst mittlerweile. Irgendwie auch keine Ahnung. Ich dachte auf jeden Fall irgendwie, ich werde diese Woche, okay, chill, diese Woche richtig überpositiv in die Woche starten. Auf jeden Fall startet ihr positiv in die Woche. Ich meine, es ist Mittwoch, wenn das Video online geht, aber seid positiv für die letzten 5 Tage. Denkt euch einfach, alles happens for a reason. Und auch die schlechten Dinge sind gut im Leben. Man lernt aus den schlechten Dingen. Und nach jedem Tief folgt ein Hoch. That's so beautiful. Wir fahren jetzt ins Rewe. I'm at the Rave. The Rave. La Rave. The Rave. Oh, the Rave is not good. Not a fan of Raves. Will auch niemanden damit angreifen. I'm just not a fan of it. Was mir gerade aufgefallen ist wieder, bin jetzt hier bei meinen Eltern. Und als ich vorgestern, hierher gefahren bin, hätte ausrasten können. Ich bin morgens um 6 gefahren, also ist mir auf jeden Fall verzeihbar. Es war viel zu früh für mich. Ich habe meinen Schmuck vergessen. Alle meine Ringe, mein Armband, mein Halsband. Halsband? Wie nennt man das? Halsband? Kette. Meine Kette. Ich habe meine Kette vergessen. Alles vergessen. Richtiger Abfuck. Und ich fühle mich so leer. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich richtig daran gewöhnt, einen Ring zu haben und ich spiele immer so dran rum. Ich bin immer so, drehe den immer so. Oder dann drehe ich den so. Auf irgendeine Weise drehe ich den immer. Hab keinen Schmuck. That's really annoying. Übrigens, also, genau, ich gehe ins Rewe. Ich wollte schon Ewigkeiten dieses Video drehen, aber habe es irgendwie immer nach hinten geschoben, weil dann irgendwie was anderes dazwischen kam. Und zwar probiere ich Food Trends auf TikTok aus. Keine Ahnung. Von TikTok auf YouTube aus. Ich zeige euch mal die Videos und zwar einmal das most famous food trend Video auf TikTok von Lala Lelou. Vielleicht kennt ihr sie. Weird Flex, aber sie folgt mir. Warum auch immer. Ich finde, mein TikTok ist jetzt nicht wirklich sowas, was man folgen will, aber sie folgt mir. Also I feel honored. Ich muss kurz gucken und zwar ihr kennt alle dieses Video von Lala Lelou. Lala Lelou ist bekannt nämlich als das Garlic Girl. Schon der größte Hinweis, den es gibt. Okay, okay. I got it. Okay. Es ist dieses Video und es sieht so lecker aus. Ich kann es mir so gut vorstellen. Also es ist eigentlich auch ganz chillig. Es ist einfach nur Knoblauch, Sriracha und Thymian und dann shaket sie das Ganze. Ich glaube, das war es eigentlich schon. Das sind, glaube ich, nur 3 Ingredients. Und sie hat auch alles vom Rewe gekauft. Also wir brauchen einmal Pickled Garlic, Sriracha und Thymian. Und als nächstes hat sie auch noch den Honig-Trend gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt mit diesem Honig. Was mache ich die ganze Zeit mit meiner Hand? Warum mache ich die ganze Zeit so? Und da wird so gefreezed und angeblich soll es ja so krass schmecken. Also ist der Frozen Honey Trend. Und man benutzt einfach nur Honig und macht es in den Gefrierschrank. Das war's schon. Angeblich soll es irgendwie voll krass schmecken. Okay, also es ist anscheinend einfach nur Honey, aber ich wollte es ausprobieren. Ich bin jetzt im Rewe. Wir gehen jetzt einkaufen. Es hat schon viel zu lange gedauert. Ich habe viel zu viel gelabert. Let's go. Here we are again. It's not a lot. Einmal Honig. Also auf den Trend, ich denke mir, es wird wahrscheinlich nach Honig schmecken, ne? Und here we have the garlic, Sriracha und Thymian, ne? Darauf bin ich gespannt. Also das wird echt, darauf bin ich gespannt. Let's get this party started. I'm back at it again. Ich habe schon meinen Löffel, wobei eine Gabel mehr Sinn machen würde. Hier ist meine Gabel. Ich muss den Honig noch in den Gefrierschrank machen. Bis zu 4 Stunden oder bis zu 8 Stunden oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, ich werde es morgen früh dann testen. Aber wenn ich das mehr als 8 Stunden im Gefrierschrank habe, dann ist das doch hart wie noch was. Wir testen es einfach nachher. Okay, here we go with the garlic. Ich muss schon wieder aufstehen. Ich muss nur das Wasser vom Garlic abschütten. So, und im Video wurde gezeigt, viel Sriracha benutzen. Ich bin mal gespannt, wie viel. Ah, aber wie soll das alles da reinpassen? I'm back at it again. Okay, jetzt wirklich. Also, viel Sriracha. Ich mache einfach echt viel, viel rein. Ich glaube, so viel reicht jetzt aber auch, oder? Noch mehr? Ich glaube, noch ein bisschen. Ist jetzt schon viel. Warte, ich schüttel mal kurz. Ich glaube, von Sriracha reicht und dann Thymian dazu und auch viel Thymian. Voll krass, Rewe hat jetzt so neue Verpackungen, die sehen voll schön aus. Und wie viel Thymian? Schon viel, glaube ich. Machen wir mal. So, dass ich denke, dass an jedem Thymian dran ist. Vielleicht noch ein bisschen. Thymian. Ich weiß gar nicht, wie Thymian schmeckt. Ich habe gleich noch nie bewusst Thymian gegessen. Wo ist mir denn Thymian? Mit was ist Thymian? Thymian-Kartoffeln? Ne, Rosmarin.
Rosmarin. Mit dem hier nach gar nichts. Da ist noch mehr dran. Okay. Und nochmal schütteln. Okay, genug. Genug geschüttelt. Nee, irgendwie doch nicht. Okay, nochmal. Okay, here we go. Einfach Knoblauch mit Sriracha und Thymian. Irgendwie schon weird. Irgendwie ein weirdes Snackt. Smacked my ass like a drum. Okay, hast du schon mal eine ganze Knoblauchzehe gegessen? Ich esse gerade eine ganze Knoblauchzehe. Irgendwie schon krank eigentlich, ne? Mein Mund wässert auch gerade voll. Scharf, aber interesting. Ich habe noch nie eine ganze Knoblauchzehe gegessen, aber irgendwie... Ich hätte mir schlimmer vorgestellt. Ich dachte irgendwie, das wird viel intensiver nach Knoblauch schmecken. Vielleicht habe ich auch scheiß Knoblauch. Knoblaucher. Wow. 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 Wir können essen. I don't know, man. Das ist schon heftig, irgendwie zu essen. Manche Leute essen das als Snack. Can't relate. Vielleicht ist das ganz gut, wenn man das jetzt zum Beispiel so... Oh, das könnte gut schmecken, wenn man die dann verwendet für gebratene Nudeln oder so. Chef, boah, das wäre, glaube ich, richtig geil. Aber so roh, I don't know. Für mich irgendwie nix. I'm so sorry. Tried it out. Ich würde dem Ganzen eine 3 von 10 geben. Ist schon sehr intensiv. Also, die essen ein ganzes Glas davon. Ich habe gesagt, ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Also so jetzt fertig. Und dann, wenn du halt jetzt gebratene Nudeln machst, kannst du so 2 Knoblauchzehen davon nehmen. Ich glaube, das ist richtig geil. Ich glaube, der Honigtrend wird mir besser gefallen. Little Update. Wir haben jetzt, glaube ich, 15.50 Uhr. Wann habe ich es in den Kühlschrank gemacht? 13.30 Uhr. 3 Stunden, das ist erst im Kühlschrank. Naja, ist noch nicht so lange, ne? Aber es ist schon sehr, also es läuft schon nicht mehr runter. Denkt ihr, ich kann es schon essen? Ich probiere es mal. Und dann haben wir eine Mittel-Freezed Opinion und eine Fully Freezed Opinion. Irgendwie schon gefroren, aber irgendwie auch noch gar nicht. Es hat bestimmt auch wieder so eine weiße Kappe, oder? Ah, ne. Wie esse ich das denn? Oha. Oh mein Gott, das kommt einfach in einem Strich auf. Das schmeckt halt wie Honig. Ich glaube, ich muss noch warten. Ist schon noch sehr flüssig, aber Honig schmeckt so lecker eigentlich, gell? Das geht so schwer hoch. Aber irgendwie geil. Okay, ich warte nochmal 2 Stunden und dann müsste es noch mehr gefroren sein. Welcome back, it's the next morning. Ich bin so müde. Ich habe gestern, habe ich mich nach einer Stunde nochmal angeguckt und irgendwie hat es immer noch die gleiche Konsistenz gehabt. Deswegen dachte ich mir so, ich lasse es mal über Nacht. Oh Gott, vielleicht war das richtig dumm. Ich lasse es mal über Nacht gefrieren, den Honig. Aber vielleicht ist es jetzt richtig hart, vielleicht bekomme ich es jetzt gar nicht mehr raus. Es war eigentlich so dumm. Und ich habe endlich die Omochi von Farina gefunden. Leute, wisst ihr, wie lange ich nach diesen scheiß Omochis gesucht habe? Also, das sind die Novalana Edition, Novalana Love. Die sind mit Salted Caramel, ja genau, Cheesecake Salted Caramel. Und hier haben wir jetzt den Honig. Ich mache mir noch kurz einen Kaffee und dann mit Getaste getestet. Here we go. Ich mache schon mal die Mochis auf, dann war ich nicht schon mal auf. Sind auf jeden Fall schon mal ganz hübsch, aber auch schon ein bisschen ausgelaufen. Just saying. Versuchen wir den Honig. Also der ist richtig hart jetzt. Saukalt, der ist richtig krass kalt. Ich glaube, das kriegst du niemals darauf. Ah, ich glaube, ich breche mir gleich meine Hand, Alter. Das schmeckt eh nur nach Honig. Okay. Schmeckt wie gefrorener Honig. We were all waiting for this moment. Das ist gefrorener Honig, also man hat mal gefroren. Aber nur ein bisschen härter, ein bisschen dickflüssiger, was eigentlich ganz cool ist, aber sobald es im Mund ist, schmilzt es und wird zu normalen Honig. Ich check den Trend nicht. Dem Trend gebe ich nur 2 von 10. Einfach nur, weil es spaßig ist, mal Honig in den Gefrierschrank zu machen. Das ist aber ein Pain in the ass, das rauszubekommen. Und es schmeckt nach Honig. Next. Okay. Ich mache einen Live-Test auf Instagram auch. Also ihr werdet das überall sehen. Let's go. Okay, also Verpackung ist schon mal eine 0 von 10. Okay, wir haben schon ein kleines Loch. Was ich sagen muss bei Omochi, die haben die beste Mochi-Eis-Konsistenz, die ich kenne. Weil normalerweise bin ich Riesenfan von denen aus Whole Foods aus Amerika. Und die kommen sehr nah da dran, weil der Reisteig ist sehr chewy. Das mag ich sehr gern. Und innen die Füllung war bisher auch immer sehr gut. Live-Test, es soll einen flüssigen Kern haben. Ich bin sehr gespannt. Oh, der Cheesecake-Geschmack kommt... Das Karamell ist sehr Werther's originalmäßig.
Die schmecken, also der Cheesecake, man schmeckt erst den Cheesecake gar nicht so raus. Man muss so zwei, dreimal kauen und auf einmal kommt der Cheesecake-Flavor. Und innen drin ist ein flüssiger Karamellkern, aber das ist eher so Werthers Original-Karamell. Ich finde, es gibt so zwei unterschiedliche Karamellsorten, einmal McFlurry-Karamell und einmal Werthers Original-Karamell. Und das ist jetzt Werthers Original-Karamell. Muss man mögen. Aber schmeckt interessant, schmeckt gut. Schon sehr süß. Ich glaube, das Einzige, was mich stört, ist dieser Werthers Originalgeschmack. Wenn es mehr so McFlurry-Karamell wäre, würde es, glaube ich, mehr feiern. Würde dem eine... Auch weil der Kern ist, wie ihr seht, zum Beispiel hier jetzt bei dem, schon ausgelaufen. Also ich würde dem eine 8,5 von 10 geben. Bisschen ausbaufähig, schmeckt aber gut. Mhm. Ein kurzes Statement. Wie finden Sie die Oma Cheese? Mega. Punktezahl? Also, ich glaube, ich würde sogar eine 9 geben. Okay. 9 von 10, weil ich finde die nice, weil die nicht zu süß sind. Here we go. Unsere Punktebewertung ist also insgesamt ungefähr eine 8,75 von 10. Wo bin ich denn? Hallo? Hi. Okay, Friends. Thank you so much for watching this video. It was a pleasure. Wenn ihr noch einen zweiten Teil wollt, ich weiß, es waren jetzt nur zwei Taste-Tests. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, würde ich vielleicht auch drei oder vier Taste-Tests machen. Just saying. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye! Ich habe schon mal einen Kaffee auf Ex getrunken. Wollt ihr es nochmal sehen? Ich will es gerade nicht machen, weil... Toilette, Diarrhö. Nein, danke. Tschüss.